Ich weiß nicht, ob das als Konzept funktionieren kann, aber ich meine, es gibt ja auch YouTube-Kanäle, deren Konzept ist es, Spielzeug auszupacken. Braucht man jetzt nichts zu sagen. Ist jetzt auch Content, den man jetzt nicht unbedingt erwartet. Vor allem nicht, dass der so extrem gut ankommt. Wie er es tut. Ich glaube, fast an dieser Stelle wäre es auch ziemlich interessant, einen Pfad hochzulegen. Ein Pfad, wo er dann in diese Gebiete hinten reinkommt. Ohne dass man an der Hütte vorbeikommt. Ja, man muss sagen, es sieht erstaunlich gut aus. Wenn man bedenkt, wie es entstanden ist. Will nur schauen, was ich hier so rauskitzle. Aus diesem Mist hier, den ich jetzt hier fabriziere. Wenn ich ihn in etwa auf einem Niveau hinkriege wie das da vorne, könnte ich mir echt vorstellen, dass das sogar gut aussehen wird. Muss dann hier oben nur vereinzelt auch ein paar Blumen wieder aufstellen, die ich aus dem. Ja, eigentlich muss ich es nicht. Wenn hier oben eh später Wald hinkommt, muss ich das nur so gar nicht. Eigentlich bin ich auch ziemlich dumm. Ich hätte eigentlich unten durch erstmal alle Blumen abpflanzen müssen. Unter dem Gebiet, wo ich hier zuschütte. Weil die Blumen sind jetzt alle weg. Die sind alle despawned schon. Weil wenn es so dunkel ist, bleiben die ja nicht stehen. Oh, warte, mir fällt gerade auf. Ich muss ja dann noch eine Kante zumachen. Die da vorne. Die habe ich jetzt fast noch vergessen. Das dürfte mit die ätzendste werden. Zum Zumachen. Weil ich dafür erst die Bäume wegholzen muss. Und so Zeug. Na, das wird noch lustig. Ja. Spontaner Vorschlag. Ich brauche jetzt die Erde noch auf. Und dann schaue ich, ob unten noch Erde ist. Und wenn nicht, dann gehe ich hoch. Aber fällt vor unten erst noch die Bäume heiß. Wir werden eine Nacht durchmachen. Gott, meine Augen werden es mir jetzt schon übel nehmen, glaube ich. Das heißt, ich danach hier die Aufnahme-Session beenden muss, weil meine Augen wieder flimmern. Aber ich hoffe mal nicht. Ist ja nämlich sehr ätzend und ich weiß immer noch nicht, woran das liegt. Ist meistens so, wenn der Bildschirm zu hell ist für die Umgebung. Aber aktuell ist es eher so, dass die Umgebung zählt ist für den Bildschirm. Weil ich die Bildschirmhelligkeit quasi auf 0 gesetzt habe. Deswegen ich auf meinem zweiten Bildschirm jetzt schon mal gar nichts mehr sehe. Ab diesem Moment zum Beispiel sehe ich auf meinem zweiten Bildschirm aktuell im Spiel nur noch schwarz. Auf meinem Main-Bildschirm noch relativ hell. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass die Aufnahme auch noch gut belichtet ist. Nur dass ich es, warte mal, das kann ich schon eigentlich nachschauen. Next, wenn ich jetzt die Brightness mal hochstelle. Ah, jetzt tun erstmal meine Augen weh, aber ja, man sieht in der Aufnahme etwas. Gut zu wissen. Erstmal Brightness wieder auf fast 0 stellen. Yay, Schwarzbild. Ich sehe aber die Sterne tatsächlich.
Man kann die Sterne bei mir auf dem Zeitbildschirm jetzt gerade erkennen, wo die Aufnahme läuft. Das ist beruhigend. Und ich sehe gerade schon die ganze Zeit, dass ich eine Skype-Nachricht habe, aber ich werde sie jetzt nicht lesen. Definitiv nicht. Ich bin übrigens überdies noch sehr überrascht, dass ich noch nicht kurz davor bin einzuschlafen. Wie es, hoppala. Bei etwas älteren Minecraft-Aufnahmen gerne mal der Fall ist. In denen man mich quasi ununter. Alter! Ich möchte hier hoch. Danke. In denen man mich ununterbrochen gähnen hört. So. Also ich glaube, wenn ich jetzt richtig liege, haben wir unten noch eine Inventarladung voller Holz, sage ich. Voller Erde. Den Wald. Oh Gott, das ist auch wahrscheinlich Inhalt für eine ganze Folge, den abzuholzen, ne? Hier wurden ein paar Schafe getötet. Ist mein Weizenfeld eigentlich schon wieder voll? Also auch fast fertig. Gut, wenn mir die Wölfe schon die ganze Arbeit abnehmen zum Schafe scheren, nehme ich die Wolle einfach mal mit und pack sie in eine Kiste. Das war aber graue Wolle, die nehmen wir immer nicht. Das ist natürlich die Preisfrage, in welcher Kiste war Wolle? Hier. Gut, wir haben auch noch extra für die Baumfarm. Das passt soweit ganz gut. Und ja, wir hatten noch Dirt. Und wenn ich jetzt alles richtig berechnet habe, müssten wir auch genau. Wir haben drei Platz zu wenig. Nein, warum? Das kriegen wir hin. Ein Platz ist das Spruce Sapling. Den tun wir mal raus. Ein Platz wird die. Einen Rest tun wir einfach in eine Cobblestone-Kiste rein. Ende der Diskussion. Und jetzt haben wir genug Platz. Guck. Magic. Haben wir jetzt auf einmal Platz im Inventar? Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß es schon, weil ich was rausgetan habe. Wieso rede ich auf einmal so? Ich weiß es nicht. Lassen wir das mal. Ich will nicht wissen, wie oft ich diese Tür schon geöffnet habe. Und ich will nicht wissen, wie oft hier unten jedes Mal so ein bekacktes Höhlengeräusch kommt. Ich weiß, dass da unten eine Höhle ist. Die habe ich selber gebaut, Spiel. Das musst du mir nicht sagen. Das ist schwierig zu verstehen. Ich weiß schon, aber. Nee. Ich rede mit Spielen. Ich bin komisch. Ich rede auch während des Spielens. Ich bin auch komisch. Beziehungsweise immer noch komisch. Ich schlafe, während ich spiele. Das ist auch random. Beziehungsweise ich schlafe im Spiel. Oh, so schön. Und jetzt sehe ich auch endlich wieder was. Ist das nicht toll? Ja. Let's terraform weiter. Jetzt kommen auch mal die ganzen Klassiker der Playlist raus. Kann auch einfach durch die. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Landschaft und genießen ein bisschen den Ausblick. Das passt ganz gut zur Musik, denke ich mal. Ich meine, hier oben sind auch jede Menge Tiere. Ist das der Weg? Boah, ich freue mich schon, wenn hier alles bewaldet ist. Da weiß ich nie, welcher der Weg der richtige ist. Haha, das wird toll. Alter. Ja, das ist dezent groß. Ach du heilige Scheiße. Was habe ich hier eigentlich gebaut? Jetzt mal ohne Witz.
Das ist furchtbar. Du meine Güte. Das ist ja auch schon alles. Das ist schon alles grün hier. Ja, Wahnsinn. Bist du deppert? Scheiß drauf. Ich will das jetzt von oben anschauen. Ich baue den Turm hier wieder ab nachher. Mit der Hand, weil ich keine Schaufel dabei habe. Alter Schwede. Ich muss bei dieser Musik jetzt übrigens immer an einen Sonnenaufgang in Russ denken. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich bin jetzt schon bei der maximalen Bauhöhe. Gut, das ist jetzt hier noch etwas schwach. Ich hätte mich vielleicht doch nicht mitten drin hochbauen sollen. Also ich muss schon sagen, das Feld macht sich hier doch erstaunlich natürlich. Ich steig mir jetzt nochmal da vorne auf den Berg hoch. Und guck mir das dann von da an. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass meine Rennen ist und so weit reicht, deswegen habe ich mich hier hochgegraben. Am liebsten würde ich jetzt einfach eine Doppel-Leertaste fliegen, aber das geht nicht in dieser Version. Man kann nicht einfach Cheats anmachen. Das kommt erst viel später. Und selbst da würde ich es wahrscheinlich eher weniger empfehlen. Das hat nur ein Spielspaß, Cheats. So, und jetzt beeilen wir uns, dass wir noch den Berg erklimmen bei dieser Musik. Trifft sich eh gut. Da kann ich hier noch das Loch fertig machen. Danach dann. Kommen Sie hoch, kommen Sie hoch da. Das war, ich glaube, dieser Berg hier reicht schon. Der müsste eigentlich reichen. Ja, der reicht auch. Stelle ich mich da oben auf den Baum und dann passt das. Ja, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Das sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Stell dir mal vor, hier vorne ist dann noch so ein kleiner Hügel drinnen. Ein relativ flacher Hügel. Soll ich vielleicht noch umbauen, dass die Wände nicht so steil werden, wie sie jetzt gerade zu werden drohen. Aber wow. Ich finde auch, dass sich das hier hinten echt gut anschmiegt. Gut, das da vorne sieht man jetzt nicht so gut, aber das geht auch eigentlich mit dem Berg. Dadurch, dass er sowieso eine kleine Kante nach unten macht, sieht das auch gar nicht mehr so schlecht aus. Und hinten passt eh gut in die Landschaft. Ja. Es wird. Sagen wir so. Es entwickelt sich. Es entwickelt sich. So, was habe ich gesagt? Hier muss der Hügel etwas flacher werden. Dann arbeite ich doch da gleich mal dran. Das ist das Problem, wenn man das nicht von weiter weg mal betrachtet. Da hätte ich jetzt hier einen viel zu steilen Hügel reingemacht, der sich nicht sehr gut in das Landschaftsbild einfügen würde. Was mir nämlich erst viel später auffällt, wenn ich einen Aussichtsturm gebaut habe. Was viel später ist dann. Weil ich eigentlich noch, wenn ich das so machen will wie in der letzten Aufnahmesession. In der letzten Aufnahmesession habe ich ja neben den ganzen Terraformen hier auch noch ein kleines Hütchen gebaut, das man jetzt hier vorne sieht. Wenn ich wieder sowas mache, dass ich zusätzlich zu dem, was halt jetzt bisher gemacht wurde, noch ein kleines Bauwerk in die Welt stelle, muss das entweder noch eine kleine Hütte sein oder der Aussichtsturm. Wobei ich aber davon ausgehe, dass der Aussichtsturm etwas länger dauert als vielleicht eineinhalb Folgen, wie das bei der Hütte der Fall gewesen sein dürfte.
Die dürfte